31. Spieltag der Regionalliga Nord und damit herzlich willkommen zu Eintracht Norderstedt gegen den VfV Borussia Hildesheim. Die Eintracht, seit 8 Spielen ungeschlagen, empfängt mit Hildesheim ein Team aus der Abstiegsregion. Spielerisch geht dort nicht allzu viel zusammen und auch sonst läuft es nicht rund bei der Borussia. Trikotfarbe nicht mit der Eintracht abgestimmt, die Elf von Trainer Thomas Siegel daher in modisch gelben Leibchen. Norderstedt tut sich gegen tiefstehende Gäste schwer. Erste Möglichkeit durch einen Eckstoß. Linus Meier für Veselinovic. Guter Versuch vom 1,96 m Mann. Und die Eintracht macht weiter Druck, lässt Hildesheim kaum in Ballbesitz kommen. Immer wieder suchen sie ihn in der Mitte. Sinisa, Veselinovic. Norderstedt dominant. Das gefällt auch ihm hier. Coach Dirk Heine, für 10 Jahre bei Magdeburg im Kasten, gestern den Aufstieg des FCM in die zweite Liga gefeiert. Heute ist wieder Regionalliga-Alltag angesagt. Und seine Jungs schlagen sich gut. Kontinuierlich geht es über die rechte Seite nach vorn. Und da ist der Arm ganz weit oben bei Yusuf Kilic. Schiedsrichterin Kunkel legt sich sofort fest. 11 Meter. Jetzt das Duell Nils Zumberl gegen Felix Dringut. Der hat bislang 10 Saisontore erzielt. Das ist Nummer 11. Eiskalt verwandelt. Die Führung für Eintracht Norderstedt. Das 1-0 absolut verdient. Hildesheim noch nicht in der Partie angekommen. Ganz im Gegensatz zu Felix Dringut. Es ist seine bisher beste Saison. Allein 5 Tore und 3 Vorlagen in den vergangenen 4 Wochen. Der Rechtsaußen nicht mehr wegzudenken aus der Startelf. Hildesheim aus dem Tiefschlaf erwacht, entdeckt neues Gefilde. Die Offensive. Christoph Langer probiert's einfach mal. Und der ist drin. 1-1. Direkter Ausgleich. Christoph Lange fasst sich an Herz, zieht drauf und wird belohnt. Lange hat gerade erst seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, zahlt das in ihn gesetzte Vertrauen zurück, bringt Hildesheim wieder in die Partie. Doch den Ausgleich will Norderstedt nicht so leicht auf sich sitzen lassen. Jetzt geht es hier hin und her. Jordan Brown hat viel Platz, viel Zeit und das Auge für Kang Min Choi. 2-1. Wahnsinn! Der Südkoreaner bringt die Eintracht wieder unverzüglich in Führung. 3 Treffer in 8 Minuten. Die Partie so richtig ins Rollen gekommen. Auch wenn dieser Treffer natürlich so nicht fallen darf. Keine Zuordnung in der Hildesheimer Defensive. Choi sagt Danke, sein erster Treffer seit über einem Jahr. Die zweiten 45 Minuten und Norderstedt will den Deckel drauf machen. Schönes Zusammenspiel zwischen Veselinovic und Juri Marksen. Veselinovic nicht nur Kopf, sondern auch laufstark. Mit dem Tor will es aber nicht so recht. Dritte Großchance für Veselinovic. Wieder kein Treffer. Sowas nagt an ihm. Doch Norderstedt versucht's weiter. Eckball ausgeführt von Dringut. Der ist natürlich für ihn. Sinisa Veselinovic. Die Eintracht macht zu wenig aus ihren Chancen. Muss längst höher führen. Und es gibt da so einen altbewährten Spruch. Wer ihn vorne nicht macht, der bekommt ihn hinten rein. Abdulbaki Hot, das 2-2. Wieder ein Ausgleich aus dem Nichts. Höcker sieht da nicht gut aus. Hot lässt sich die Chance nicht nehmen. Erneut der Ausgleich für Hildesheim. Der türkische Innenverteidiger erzielt sein 2. Tor in der laufenden Spielzeit, hält den VfV am Leben. Aber ein Punkt genügt den Gästen nicht. Die schmeißen alles nach vorn, wollen unbedingt 3 Punkte mitnehmen. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Und es gibt sie noch, die eine große Chance für Hildesheim. Freistoß, knapp 25 Meter Entfernung zum Tor. Vielleicht geht da noch was. Höcker hat den sicher, hält den Punkt fest. Mit 2-2 trennen sich Eintracht Norderstedt und Hildesheim. Ein kleiner Schritt für die Borussia im Abstiegskampf. Norderstedt bleibt auch im 9. Spiel in Serie ungeschlagen.